Kriege ich das hier nicht auf oder so? Oder so? Kann ich da durchschießen? Ne. Das geht auch nicht. Das hier? Zeitumkehr geht nicht. Wo lande ich? Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier gelandet? Aha. Danke. Ich hab keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Hätte ich dann da reinkönnen können trotzdem? Hey, noch so einer. Hey, geh weg. Auch noch so ein Eisvieh. Ach so, ich bin hier, okay. Bin hier raus. Die Höhle habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es halt vergessen, dass ich so eine Fähigkeit habe. Dann gehe ich hier nochmal rein. Und guck mal. Ob ich... Ups, falscher Knopf. Ah, das war jetzt richtig. Toll. Und ich mach's mir so umständlich, oder wie? Na super. So. So, jetzt muss ich hier wahrscheinlich noch ein Stück höher. Und jetzt bin ich wieder hier drin. Das wollte ich nicht. Ich wollte rennen. Hallo. Tschüss. Auf den habe ich gerade keinen Bock. Unser Boot. Ist das Ding wieder so gefallen, dass der Ventilator wieder da unter ist? Ja. Ich glaube, das ist falsche Richtung. Gib her. Klar war, dass so ein bisschen die falsche Richtung nimmt. Moment, das Fluss ist ja ein bisschen groß, ne? Pack ich das mal hier hin. Nee. Nochmal drehen, zack. Brauchen wir nicht so extrem schwimmen. Kann ich nämlich so von hier aus. So.
Die Wasserbrücke. Ein Wasserfall. Er strömt nur so vom Himmel herab. Link, was ist nur geschehen? Warst du das etwa? Oh, du hast also eine mysteriöse Apparatur in den Ruinen wieder in Kraft gesetzt. Und dann begann der Wasserfall zu fließen. Aha. Hey, mir geht ein Licht auf. Für uns Zora ist ein Wasserfall doch nicht viel mehr als eine Brücke von unten nach oben. Das also war mit der Wasserbrücke gemeint. Eine Brücke aus Wasser. Wenn wir diesen Wasserfall klimmen, gelangen wir hoch in den Himmel. Link, du bist einfach spitze. Mhm. Schon wieder. Was ist das bloß für eine Stimme? Ob sie mich ruft? Na, ist auch nicht so wichtig. Nun, da der Weg uns offen steht, sollten wir rasch weiter. Mit deiner Zora-Rüstung kannst du genau wie ich den Wasserfall hochschwimmen. Dann los, Link. Er haut natürlich schon ab. Runter. Aufwärts. Ist schon geil gemacht. Insel der sprudelnden Wasser. Okay. Nice. Guck mal, was da ist. Ist das das siebte? Weiß ich gar nicht. Ich müsste mir das nochmal angucken. Ich speichere mal hier oben ab einmal. So. Schon wieder fast 4 Stunden. Meine Güte, ey. Was ist denn das? Was war das? Oh, nice. Cool. Was ist das? Okay. Komme ich von einer Stelle zur anderen? Scheinbar. Und dann geht's kaputt nach der Zeit. Hui. 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 Ist das geil. Hui. Hallo. Einfach erstaunlich. An welchem mysteriösen Ort wir hier doch sind. Mein Körper fühlt sich leicht an, schwerelos wie ein Sirosenblatt auf dem Wasserspiegel. Doch keine Zeit zu starren, wir sind hier, um den Ursprung des Schlamms zu finden und aus der Welt zu schaffen. Keine Müdigkeit vorschützen, Link. Wir teilen uns auf und setzen dem giftigen Fluss ein Ende. Okay. Sagst du, ich muss da hoch? Jetzt bin ich runtergerutscht. Hui. So kommst du also von einer Stelle zur anderen. Oh Mann. Auch nicht schlecht. Hopp. Hui. Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, er ist da lang, ne?
Wir müssen dahin. Also da hoch. Okay. Wie hoch geht das Ding? Aha. Dann lasse ich den mal platzen, denn... Gehe ich einmal hier rauf. Hey Elmar, alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut. Ja, es ist wirklich eine ganze Zeit her, eine ganze Weile her sogar schon. Lange nichts mehr voneinander gehört. Wie gesagt, bei mir ist alles gut, bei dir sonst auch so. Okay, das wäre ein Gegner. Ich gehe sowieso wahrscheinlich gerade eh erstmal in die falsche Richtung. Wie immer. Oh, da sind zwei. Hallo. Tschüss. Wie sagt der Tschüss? Jo, ganz gut. Danke. Na, Gamescom dieses Jahr? Nee, eher nicht. Daraus wird nichts. Gamma-Kriegerkonstruktoren. Ein Horn mit Sägezähnen, das die Angriffskraft einer Waffe erheblich erhöht. Man kann damit nicht nur Büsche, sondern ganze Bäume zerschneiden. Das Problem ist halt, ich bin momentan auf Arbeitssuche und da glaube ich nicht, ob das was wird, wenn ich besonders dann eine neue Arbeit habe. Da muss ich halt erstmal gucken. Okay. Was ist das denn? Wasserspeier? Da ist ja noch einer. Muss ich den wieder heil machen? Ich glaube, hier muss er nicht drauf. Moment mal. Was suchst du genau? Lass mich hier auch mal... Was? Lass mich hier auch mal hören. Ich bin momentan am Neugucken. Zuletzt habe ich bei Amazon gearbeitet. Und das war nicht so. Ups. Ach, das kann ich sogar so bewegen. Okay. La la la. Erstmal alles wegmachen. Ja. Ah, hier kommt man runter. Ah, hier ist eine Kiste. Hallo? Was ist los? Alte Karte. Im Untergrund wieder. Okay, da war ich noch nicht. Das war wahrscheinlich nur da, um da hinzukommen. Gerade. Und vielleicht um die Kiste dazu rauszuholen, oder kann ich die rausheben? Ja, kann ich. Komm, na komm. Geht nicht, schade. Toll, das funktioniert nicht. Ups. Ich
Ne, Wasserfrüchte habe ich gar keine mehr, ne? Doch, ich habe sowas noch. Das war da. Geht das auch? Ja, das funktioniert auch. Sehr gut. Ein Hydrant. Ich gehe bestimmt wieder völlig falsch lang. Also so wie immer. Zack. Nice. Und schwupp. Ist das euer Ernst? Also von Plattform zu Plattform? Nice. Also eigentlich ist das schon cool. Und hoch da. Für Leute, die Höhenangst haben, echt nichts Gutes. Also echt nicht gut. So, was haben wir hier? Schwebestein. Ja, mit denen komme ich irgendwie nicht klar. So. Dann springe ich nochmal hier rein. Hui. Ein zweiter. Gut, dann gehen wir hier rüber. Ich hätte wahrscheinlich auch den kürzeren Weg nehmen können. Aber was soll's. Und jetzt hier hoch. Zack. Und was haben wir natürlich wieder hier? Ein Schrein. Natürlich. Igoshon-Schrein. Das Gute ist, sollten wir jetzt abstürzen, können wir wieder hoch. Okay, einmal rein da. Und bestimmt irgendwas mit Hydranten, oder? Schwebendes Wasser. Ach nee, damit. Das, was wir schon kennen. Haben wir hier irgendwas? Nö. Okay. Rein da. Ist schon geil gemacht. Wow. Oh. Kann ich das bewegen? Muss ich gleich mal testen. Ich kann es greifen. Ich kann es greifen. Cool. Komm her. Ach. Hey. Irgendwie bin ich zu blöd, dich richtig zu sehen gerade. Irgendwie kann ich das gerade nicht abschätzen, wo die da runterfällt. Aber wenn man das in der Hand hält, dann hält das länger. Ach, wahrscheinlich. Wo fällt die runter? Okay. Ich hab sie. Okay, das ist sehr cool gemacht. Und jetzt ist sie da drin gelandet. Komm mal her. Okay. Eine große Sonnenenergiesphäre. Bleibt da noch stehen. Komm ich da so rein? Nö. Ups.
Warte mal. Geht das? Nö, schade. Das funktioniert nicht. Okay. Ups. Wieder dran vorbei. Ehrlich. Nee. Frage ist. Okay, das funktioniert so nicht. Wie komme ich da denn hoch? Ich brauche wahrscheinlich die da erstmal, ne? Okay. Die lassen sich verbinden. Aber dann... Da-da-da-da-da-da-da. Geht das? Nö, natürlich nicht. Okay, mit der komme ich... Hier komme ich gerade gar nicht klar drin. Das verstehe ich nicht. Warte mal, ich habe eine Sache noch nicht versucht. Kann ich, wenn ich hier drin war, das nutzen? Nö, natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay. Und tschüss. Das klappt so also nicht. Kann ich nicht daran packen an die Seite, ne, dass man rüberlaufen kann? Nee, kann man nicht. Hätte ja klappen können. Ich muss da irgendwie rüberkommen. Aber wie? So geht's auch nicht. Nö, die geht wieder kaputt. Toll. Nee, so geht's auch nicht. Okay. Rätsel. Hm.
Jo. Geht auch nicht, Mist. Okay, ich verstehe das mit dem Rätsel hier nicht. Naja, ich gehe erstmal wieder raus. Kann man später nochmal nachgucken. Balapapapapa. Was haben wir hier? Oh, ein Gacha-Automat. Hier sind immer Gacha-Automaten drauf irgendwie. Da ist ein Gegner. Ich muss genau da hoch. Wow, ehrlich? Muss da rüberfliegen? Aha. Okay. Falscher Knopf. Hier drauf, ne? Ich hasse es. Das hier drauf. Oder davor liegen. Ich teste einfach mal. Nein, geh richtig auf. Okay, ich verstehe. Das klappt nicht. Das Ding muss hier hin. So, dann einmal. Zack. Hui! Ich fliege. Nice. Ich hoffe mal, ich gehe auch richtig. Was ist das denn für einer? Hallo? Nein. I. Aha. Da ist sie kaputt gegangen wegen dem jetzt. Ich glaub's ja nicht. Brauch erstmal was essen. Komm. Aha. 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 Okay. Hier, alles in den Mist. Falscher Knopf? Ne, das war schon ein richtiger Knopf. Ich wollte das hier werfen. Platsch. Jo. Was haben wir hier? Ein Beta-Elite-Konstruktoren. Eine hakenförmige scharfe Form mit gespaltener Spitze. Es schneidet alles, was es berührt. An Waffen erhält es deren Angriffskraft spielbar. 15. Ah, ich muss da hoch. Was haben wir hier? Ach, ein Holzknüppel. Nice. Haben wir denn irgendwelche Waffen, wo ich da jetzt dran machen kann? Ja, nee, das ist nicht... Nee, momentan nicht. Ich heb das momentan auf. Was haben wir denn hier? So eine Naniumlanze. Tschüss. Wie stark waren die Naniumlanze? Hier. Ups. Äh, 15, 18. Ich nehme mal das hier. Zack. Zack. 25. Oh. Okay. Und hoch hier. Hui.
Und weiter geht's. Ich stürze bestimmt gleich ab, ne? Nee. Alles ist halt richtig gemacht, dass du nicht abstürzen kannst, eigentlich. Wenn du ins richtige Wasser springst. Ich will mir die Truhe holen. Flapp. Uiuiui. Boing. Immer dieses Gegentreten da, ey. Alte Karte. Noch eine. Wo haben wir was? Okay, das ist da. Ding.